Pellegrins. Tor! Tor aus Stenten, aber der war noch abgefälscht, denke ich. Jedenfalls für die Adler. 10 Minuten und 8 Sekunden gespielt. Die Strafe von Steen damit abgelaufen. Und wir sehen doch kein abgefälzter Schuss oben in den Winkel. Aber sie haben Brunetta die Sicht genommen. Sein viertes Playoff-Tor. Also allein wenn man sich die Statistik Torschüsse der ersten 10 Minuten ansieht, ist das verdient, diese Führung. Jetzt geht's 5 gegen 5 weiter. Tor, Ausgleich! Andy McKim, da hat er gewartet und gewartet und keiner hat ihn angegriffen und dann hat er ihn ins lange Eck gezogen. Optimaler Auftakt für die Berliner, die auch einige Fans mitgebracht haben hierher. Ins zweite Drittel. Ja, Posma liegt am Boden und keine Chance dann für Mike Rosati. Zum ersten Mal überwunden der Mannheimer Torhüter in dieser Finalserie nach 22 Minuten. Durch die Beine sogar. Serikov. Und wieder Strafe gegen die Gäste. Lukas. Adler mit 6 Feldspielern. Groß. Und Tomlitz im Brunetta liegt schon und Tor im Nachschuss Serikov. Das war eigentlich schon vorbei und nun bestürmen die Eisbären Schiedsrichter Gerhard Lichtenecker. Da ist der Teufel los, da drüben an der Zeitnehmung. Marc Fortier mit dabei, natürlich der Kapitän. Rob Cowie, der war ganz in der Nähe. Und wir hören, was er sagt. Die 7, glaube ich. Alles andere kommt nach. 7. Die angezeigte Strafe beendet, okay? Also der Treffer gültig. Er sagt 7, wir sagen 24. Alexander Serikov. 8. Playoff-Tor. Aber wie kam es zustande? Da sehen Sie. Brunetta am Boden. Wehrt ab. Eigentlich schon unmöglich, diese Scheibe zu halten. Und dann stochert sie Serikov einfach unten durch. Die Kelle reingehalten. Und ich kann auch nirgendwo erkennen, dass der Torhüter behindert worden wäre oder dass die Scheibe nicht frei war. Zu 1 für die Mannheimer Adler, Alexander Serikov, ich habe es gesagt, sein 8. Saisontreffer in den Playoffs. Und von oben sehen wir es noch ganz gut. Dass die Reklamationen der Eisbären unberechtigt sind. Und Garibo
passiert eine bis 10 Minuten. Ich glaube, wenn er so weitermacht und auch weiter reinbrüllt, dann kann er ganz rausgehen. Er würde seinen Berlinern einen Bärendienst erweisen, wenn jetzt noch eine große Strafe passieren würde. Einen Eisverweis sozusagen. Stanton. Bonetta. Oh, Tor, Nachschuss. Und nun hat er doch getroffen. Philippe Bozon. Zu 1 für die Adler, 17 Sekunden vor Ende dieses 5-minütigen Powerplays. Und auch hier mehrere Anläufe gebraucht. Pass von Bouget. Und dann beendet er seine Durststrecke. Seit 7. März kein Tor von Philippe Bozon. So, nun sind die Eisbären wieder komplett. Nächste Möglichkeit, Brunetta. Aber die Breakchance, Sjögren, gefoult, gibt es Strafe oder Penalty. Er gibt das Tor. Das war ein Tor für die Eisbären. Da ist die Scheibe dann noch irgendwie rein. Total unübersichtlich die Situation, aber der Anschlusstreffer für die Berliner. Wir sehen es nochmal. Rosati hat ihn eigentlich. Und dann lässt er ihn durchrutschen, weil Sjögren ihn im Vorbeirutschen trifft. Ein ganz kurioser Treffer. Da trifft er den Keeper und er kommt einfach nicht ran. Er probiert alles, aber... Und welche Parallele, auch für Sjögren war es der erste Treffer, nicht seit 7., sondern seit 8. März. 3:2. Und Tomlinson und Tor! 4:2, völlig überraschend taucht er da auf vor dem Tor. Und ich denke mal, 2,5 Minuten vor Schluss war es das. Ein toller Haus hier, der Friedrichspark. Genau 2,5 Minuten vor dem Ende. Bonetta weiß, was das bedeutet. Vollkommen frei und Bonetta im Pech. Und wieder ein Fehlpass. Jochen Hecht. Diese Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne, die haben A dafür gesorgt, dass sie die Adler in der Schlussphase nicht einschnüren konnten und B dafür, dass Tomlinson diese Einschussmöglichkeit bekam.